gerade. Was war das für eine Handbewegung? Ich will endlich mein September- und Oktober-Fun-Lovers-Video machen. Wird ja auch mal Zeit, würde ich mal sagen. Und wir fangen auch gleich mal an. Und ich kriege schon den Schluck auf. So, Serien habe ich im September Sex in the City geschaut. Hörst du jetzt auf? Ich kriege Schluck auf. Dann habe ich angefangen Gossip Girl. Weil ich kann mich an die Serie nicht mehr erinnern. Ich habe das früher geschaut. Aber ich kann mich, glaube ich, nur... Oh Gott. Ich glaube, ich kann mich nur an die letzte Staffel erinnern und sonst an nichts. Jo, im Oktober genau habe ich weitergeschaut Gossip Girl. Ich sollte mal wieder weiterschauen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Major Crimes habe ich sehr oft geschaut. Riverdale, weil da haben ja die Folgen wieder angefangen, die neuen. Dynastie habe ich mir auch angeschaut. Bin schockiert, ich bin wirklich schockiert. Und Criminal Minds. Filme habe ich im September mir nur Hercules angeschaut, was ja nicht gerade viel ist. Games habe ich im Oktober nur was gezockt, und zwar Kingdom Hearts 2. Ganz kurz mit meinem Bruder, weil er wollte wissen, ob ich das schaffe, die Herzlose zu killen im Kingdom Hearts 2. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob euch das interessiert, aber es kommt zu einem Bad, wo lauter Herzlose auftauchen. Und mein Bruder hat gesagt, ich darf diesen Spezialmove, ich soll den Spezialmove nicht probieren und einfach so die Herzlose umbringen. Das hat so verdammt lang gebraucht. Dann haben wir noch ein bisschen weitergespielt, bis zu einem Zeitpunkt im Schloss von Schön und das Biest. Wo so ein, ich sag jetzt lieber nichts, wo so ein netter Mensch vorbeikommt, der dich halt killen will. Und ja, und das war auf Profi sogar und ich habe es geschafft. Es ist nämlich, ich habe das 4 oder 5 Mal, glaube ich, probiert und mein Bruder hat gesagt, komm schon, du schaffst das, du schaffst das. Und ich wollte schon aufgeben, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe. Ich bin immer so, wenn ich was nach 5 Mal nicht schaffe, habe ich keine Lust mehr drauf. Aber mein Bruder hat gesagt, ich soll es weiter probieren, weil da ist dann 2 Mal der Mickey gekommen. Der hilft dir nämlich. Und das habe ich nie gewusst, weil ich habe es auf Profi nie gespielt. Und da hat er mir geholfen und dann habe ich endlich gewonnen. Ich bin halt ausgeflippt vor Freude, dass ich den geschafft habe. Ja. Dann habe ich auf der Games die Demo von Kingdom Hearts 3 ausprobiert. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Weil man konnte ja nicht wirklich lang spielen bei der Demo. Also bin ich echt gespannt, wie das Spiel generell wird. Jo. Da habt ihr aber auf meinem anderen Kanal, auf dem Follow Me Around Kanal, unten habt ihr den in der Infobox verlinkt, seht ihr eh auch, wenn euch das interessiert. Da bin ich nämlich mit Michi unterwegs gewesen, es war richtig lustig. Da seht ihr ein bisschen was, auch wie ich spiele. Dann YouTube und Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Charlie Puff, irgendwas, keine Ahnung. Ich kann euch gerne ein Video unten verlinken, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausspreche. Den habe ich rauf und runter gehört. Ich finde den so schnuckelig, den Kerl. Deswegen habe ich ihn rauf und runter gehört. Disney-Songs habe ich im September oft gehört. Und Nick Jonas. Aber nur den einen Song. Right Now heißt es, glaube ich. Ich glaube Right Now. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Das höre ich rauf und runter. Bücher. Habe ich im September ein Buch fertig gelesen, was total dreckig ist. Final Cut. Ja. Ich war schockiert über dieses Buch. Wenn man sich so dieses Ding, ich halte euch das kurz hin, dann könnt ihr euch das gerne durchlesen. Müsst ihr nur auf Pause drücken, dann könnt ihr das gerne durchlesen. Ja, ich war sehr schockiert. Sehr schockiert über das Ende. Es hat gleich von Anfang an so boom, 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 boom angefangen. Ja. Es war wirklich heftig. Ist nichts für zarte Gemüter. Also ich habe sogar bei ein paar das Buch so lange weglegen müssen, obwohl ich recht schnell mit dem durch war. Ich war wirklich schnell mit dem durch, weil es mich interessiert hat, wie es endet. Aber es war wirklich heftig. Wirklich heftig. Und ich darf gar nicht dran denken, wird mir gleich wieder übel. Es war wirklich nicht schlecht, aber es ist halt echt nichts für ganz Junge. Also für ganz, ganz Junge ist es überhaupt nichts. Ich habe auch lang gebraucht, um das zu verdauen, dann eine Zeit lang, wie ich mit dem Buch fertig war, weil die wirklich alles detailliert beschreiben, alles, und das ist nicht gerade wirklich schön. Deswegen, mich wundert, dass da gar keine Altersfreigabe gibt bei Büchern. Aber das gibt's nicht. Ich finde halt das Cover mega geil. Das ist so cool, das Cover. Sieht ziemlich da durch, aber das ist so geil, das Cover. Ja, ich finde, das Buch ist wirklich cool, aber eher... ich bin ja auch kein Horror-Fan, überhaupt nicht, obwohl ich Bücher Thriller-mäßig gern lese, aber das war mega heftig. Und ich dachte, dass ein anderes Buch schon heftig war, das hat das Ritual geheißen. Das habe ich schon geglaubt, kann ich euch unten in die Infobox verlinken, wenn ich nicht vergiss. Da könnt ihr das gerne mal durchlesen, aber ist auch nicht für zarte Gemüter. Und das fand ich ja schon heftig und
ja. Aber es ist ein gutes Buch. Es hat auch, glaube ich, eine hohe Bewertung bei mir bei Lovely Books gekriegt. Könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Ich bin so süchtig nach der Seite in letzter Zeit. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist halt wirklich nichts für Weicheier. Sagt man das so? Es ist wirklich nichts für Weicheier. Dann im Oktober habe ich auch Final Cut, da habe ich es fertig gelesen im Oktober, also Anfang Oktober, Ende September habe ich es fertig gelesen gehabt. Dann habe ich verzweifelt versucht, die Säulen der Erde weiterzulesen. Ich hasse dieses Buch, ich hasse es. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das dann versteht, warum ich es lesen werde. Das Problem ist, mich interessiert nicht, wie man Lehm zusammenmischt. Oder mich interessiert nicht, was gibt es noch als Beispiel? Bei manchen, ich habe das aus der Kamera gehalten, sorry, es ist ja auch wirklich fett und ich bin noch nicht mal weit, da seht ihr, wie weit ich bin. Ich bin nicht weit. Ich hasse dieses Teil. Ich will es aber endlich durchlesen, weil die Filmreihe habe ich geliebt. Außerdem liebe ich den Schauspieler da. Das ist Eddie Redmayne, der ja auch jetzt bei die Fantastischen Tierwesen die Hauptrolle hat. Ich liebe den Schauspieler, ich liebe die Filmreihe, aber das Buch, Leute, das geht gar nicht. Ich mag es nicht, wie Ken Follett schreibt. Ich hatte ja schon mal eins von ihm. Das hat der dritte Zwilling geheißen. Das war ja schon anstrengend zu lesen. Du hast schon gewusst, wer das ist. Und der hat trotzdem noch so rausgezogen wie Kaugummi. Und da ist es dasselbe. Sie ziehen alles wie ein Kaugummi. Alles. Und das nervt mich. Deswegen ist es auch so fett, glaube ich. Weil alles gezogen wird wie ein Kaugummi. Aber das Positive ist, ich habe mir die Ausgabe auch gekauft, wo Bilder vom Film drin sind. So sieht das aus. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht ganz kaputt. Das andere, was mich an dem Buch stört, die Seiten sind so dünn. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber die sind sehr, sehr dünn, die Seiten, dass ich mich schon mit meinem Nagel einen Cut in eine Seite reingehaut habe. Also, es schaut doch nicht mehr so schön aus. So, seht ihr das? Wie viele Cuts da drinnen sind? Also, es schaut halt nicht mehr so schön aus. Aber so schauen halt Bücher aus, die man liest. Oder die man versucht zu lesen. Weil bei dem, wenn ich nicht schlafen kann, lese ich das, weil dann werde ich so müde davon, dass ich einschlafe. Ja. Finde ich wirklich schade, aber ich mag seine Schreibweise nicht. Und ich habe noch ein Buch von ihm auf meiner Wunschliste und ich glaube, ich lasse das lieber, weil es endet nicht gut, glaube ich. Dann, passend, weil ja bald der dritte Teil, also nächstes Jahr rauskommt, habe ich die Kingdom Hearts 2 Mangas wieder weitergelesen. Nur fehlt mir da Band 10 und man kriegt den, glaube ich, nie ganz wo. Ich hoffe es schon, aber irgendwie kriege ich den nicht, weil im 9er geht es natürlich am Ende noch weiter. Und mein Bruder sagt, dass man den 10. Teil angeblich nur online kaufen kann. Also, ja, das habe ich auch urgern gelesen. Wirklich gern gelesen und sogar richtig verschlungen. Ja. In letzter Zeit bin ich so wieder in Leselaune. Ich weiß, viele interessiert das ja, glaube ich, nicht so, wenn man über Bücher redet. Aber ich bin wirklich in Leselaune. Ich kann euch ja gerne mal, wie gesagt, diese Lovely Book-Seite von mir unten verlinken. Ich liebe es zu lesen in letzter Zeit. Das macht mir so viel Spaß. Ich mag das auch gern, wenn ich eine Duchmaske oben habe und ich liege dann im Bett, gammel ein bisschen rum. Mein Hund legt sich dann automatisch zu mir und ich lese Manga oder die langweiligen Säulen der Erde weiter. Aber mir macht das so Spaß in letzter Zeit. Es ist auch die Jahreszeit zum Lesen, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich habe auch früher so gern gelesen und habe aufgehört damit. Und meine Mom hat mich nämlich drauf gebracht. Sie fängt zu mir an, du hast doch früher so viel gelesen, warum hast du damit aufgehört? Und ich habe dann zu ihr beinahe angefangen, ich habe keine Ahnung, zu wenig Zeit vielleicht. Und jetzt nehme ich mir die Zeit. Weil man braucht Zeit dafür, wirklich. Es verschlingt doch sehr viel Zeit, wenn man mal ehrlich sein darf. Jo, jetzt fangen wir mit die Favoriten an. Ich zeige sie aber euch gemischt, jetzt nicht nach Monat, sondern eher gemischt. Mich nerven meine Haare. Fangen wir mit Pflege an, weil da habe ich nur ein Produkt, und zwar das Biotherm-Öl. Ihr seht, es ist fast leer. Ich gehe sehr sparsam damit um, weil ich nicht will, dass es leer geht. Es ist so teuer. Aber ich liebe es noch immer und wollte es euch mal zeigen. Ich benutze halt noch so danach, obwohl das ja nicht gut sein soll. Wenn man wirklich, ich habe jetzt gelernt, wenn die Pflege zu wenig ist und man merkt das, sollte man die Pflege wechseln. Und ich habe ja immer dann noch das Öl benutzt, wenn ich gemerkt habe, es war zu wenig. Aber man soll das nicht. Man soll eine passende Pflege finden, wo man eben nichts mehr braucht, außer vielleicht ein Serum davor, aber sonst sollte das dann reichen. Jo. Ich habe wieder meine Highlighter-Kombination. Und zwar eine neue, beziehungsweise nicht ganz neu. Aber ich trage so gern den Essence Crystallized Liquid Highlighter, da wo schon ein bisschen was fehlt. Den trage ich sehr, sehr gerne in Kombination mit dem MAC. Den habe ich jetzt oben auch.
Da sieht man es ein bisschen. Schaut, oh, ich liebe das. Und das ist der von Mac. Den kennt ihr ja eh. Da ist ein riesen Loch drinnen. Und ich bin stolzer, kann ich gar nicht sein. Ich rede ein bisschen durcheinander. Kann das sein? Mich nerven auch so meine Haare. In letzter Zeit habe ich so eine blaue Phase gehabt. Wirklich eine blaue Phase. Ich glaube, ich habe die Szene, glaube ich, nicht reingeschnitten, wo ich blauen Lidschatten hatte. Na, bei der Game City in dem Video, in den Follow Me Around, habt ihr meinen blauen Look gesehen. Jo, da hatte ich den blauen Eyeliner von Lancôme oben. Der sieht so aus. Ich kann ihn euch kurz auch swatchen. Ich weiß, das ist nicht das schönste Swatch, aber egal, die mag ich so gern, den Eyeliner, der ist so gut. Dann habe ich noch auch sehr gern eine Mascara benutzt von, ich mag kein Maybelline, aber die blaue Mascara finde ich auch schön, so sieht die aus. Die habe ich verwendet. Und Lippenstifte habe ich die beiden auch gern verwendet. Das sind beides rote Lippenstifte, weil ich hatte im September und im Oktober noch immer so eine rote Phase. Einmal den Glam, der sieht so aus. Ich kann ihn euch gerne auch swatchen, wenn ihr wollt. Der sieht so aus. Den habe ich so oft oben gehabt. Oder eben den C'est la Vie. Den mag ich auch sehr gern. Das war von einer Limited Edition, so ein knalliger. Die halten beide so gut und ich liebe beide so, so, so sehr. Besonders mit dem passenden Lip Liner natürlich. Mag ich total gern. Mag ich wirklich total gern. Und ich bin noch immer in dieser Rotphase und das wird auch, glaube ich, nicht so schnell vorbeigehen, habe ich das Gefühl. So, Fashion. Im September war ja noch ein bisschen, war ja das Wetter noch besser. Da habe ich noch meine roten Kleider getragen, so oft es ging. Und im Oktober habe ich eher so zu dunkelrot gewechselt, weil ich wollte eigentlich, wie soll ich denn das erklären? Ich wollte eigentlich mal eine neue Herbstfarbe haben, weil im Sommer war es ja bei mir komplett rot, das wisst ihr auch auswendig, ich glaube, ich habe das ja rauf und runter tragen. Im Sommer war es eindeutig rot und jetzt wollte ich eigentlich für den Herbst was Neues haben, aber ich bin mir irgendwie nicht sicher, welche Farbe ich nehmen soll. Deswegen lasse ich es noch. Bei Essen und Trinken habe ich nicht wirklich viel stehen. Im September steht da nur Langosch und bei der Chinkeninsel. Ich hoffe, ich kann euch da überhaupt was einblenden, wenn nicht, müsst ihr mir verzeihen. Trinken steht jetzt nichts. Sonstiges im September, der Kirtag, an dem wir jedes Jahr gehen, shoppen mit Lin in der SCN und mit Lin im Donauzentrum. Ich habe im September sehr viel mit der Lin gemacht, was jetzt wieder nachlassen hat, weil ich halt so wenig Zeit habe. Und auch wieder versuchen wir mit meinen Freunden ein bisschen was zu machen oder auch neue Freunde versuchen kennenzulernen gerade und mit denen halt versuchen was zu machen. Dann waren ja Roman, Lin und ich auf einem Kürbisfest, da gibt es sogar ein komplettes Video davon. Dann war ja die Halloween-Party, nur die war ein bisschen ein Flop. Es war zwar schon lustig, aber es war trotzdem irgendwie ein Flop, weil es waren nicht wirklich viele da. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch dieses Jahr nicht wirklich selber was zu essen gemacht. Ich war einfach zu faul. Weil die meisten nicht zugesagt oder abgesagt haben, habe ich einfach nichts gemacht. Und ich hatte ja Urlaub im Oktober. Das war dann auch noch auf meiner Liste. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich hasse es dauernd mit meinen Haaren. Ich könnte kotzen. Ich sollte wirklich die Haare zumachen, glaube ich, im nächsten Video. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt ein bisschen kurz geraten ist. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer Favorit im September und im Oktober war, falls ihr das noch wisst, weil das Video ist ja schon sehr lange her, wo ich es hätte machen sollen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye! Au!